So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier auf dem Gamescom Camp 2012 in Köln. Wir sind jetzt endlich angekommen und ich kann leider gar nicht viel filmen, weil wir ungefähr 5 Stunden lang aufgebaut haben. Aber es steht jetzt alles. Wir sind direkt an diesem Leuchtturm. Ich zeige euch das mal. Es ist ein riesen Zeltplatz. Man sieht natürlich jetzt nicht viel. Ich werde morgen früh noch filmen. Auf jeden Fall ist das ein riesen Zeltplatz hier direkt... direkt am Wasser, da ist dieser riesen Turm in der Mitte, da war da früher ein Kletterpark letztes Jahr, jetzt kann man überall zelten und wir haben hier quasi unseren Pavillon aufgebaut und rauchen gerade Shisha und ja, alles weitere würde ich sagen, klären wir morgen, weil ich bin ziemlich am Arsch und ja, jetzt erstmal ausspannen und morgen melden wir uns dann. Ich zeige euch ein bisschen, wie es hier so abgeht, das ist eine schöne Sache hier, das Gamescom Camp und dann gehen wir morgen auf die Gamescom und schauen mal, was das wird. Haut da rein, macht's gut, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, es hat sich inzwischen ein bisschen beruhigt. Wir haben jetzt den nächsten Tag, wir haben ungefähr 11 Uhr oder so. Ihr kennt mich, ich bin kein Frühaufsteher. Die ganzen Leute heute Morgen sind schon um 8:30, 9:30, haben schon die Wecker geklingelt. Die wollten raus auf die Gamescom. Aber ich will ein bisschen Zeit lassen, natürlich. Ja, ich bin nicht so der Gamer. Ich muss ja jetzt nicht alles sehen. Ich werde später mal ganz gediegen hingehen. Ich bin jetzt ungefähr in der Mitte, sind wir vom Zeltplatz, sag ich mal. Ne? Man sieht hier die ganzen Zelte. Das ist die Richtung, wo es zum Ausgang geht. Zeige ich euch später. Das ist mein tolles Zelt, das ist mein toller Pavillon und ich arbeite gerade hier ein bisschen. Die Bestellungen müssen natürlich gemacht werden, das ist klar und deswegen müssen wir auch ein bisschen arbeiten. Ich rauche gerade eine Shisha natürlich, ist klar. Und da hinten sieht man schon diesen Kletterpark, der letztes Jahr noch zum Klettern war und dieses Jahr haben die da einfach Zelte hingestellt, weil da scheinbar keiner Bock hatte drauf zu klettern. Da hinten geht es noch weiter ungefähr, 300 Meter. Und was soll ich sagen? Ich habe die MPS dabei, ne? Und rauche gerade Memories, ja. Das ist ja mein Lieblingstabak im Moment. Memories gemischt mit Minze. Minze von Amy Gold. Vielleicht teuer, aber Hauptsache Minze. Und ja, ich muss sagen, es ist eine schöne Sache hier. Wir haben schönes Wetter jetzt. Gestern hat es brutalst runtergemacht, Leute. Kann ich euch sagen? Ich dachte, ich sterbe. Es hat sowas von brutal geschifft und gestürmt. Mein Pavillon wäre fast weggeflogen. Zum Glück hat es mein Zelt ausgehalten. Auf Kuhesha ist halt einfach Verlass. Und ich zeige euch später mal diese ganze Area hier. Das ist halt der Zeltplatz, da kommt man nur hin, wenn man quasi hier zeltet. Und vorne ist aber ein ganz großer Bereich, wo auch öffentlich ist, wo auch dann quasi wirklich jeder hin kann. Von Red Bull gesponsert, das ist eine schöne Sache. Zeige ich euch später. Ich hau jetzt erst noch ein bisschen mein Köpfchen, mache noch ein paar Bestellungen. Die müssen natürlich alle rausgehen, so ist das. Ja, und dann sehen wir uns später, würde ich sagen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie weit wir da vorgegangen sind. Also da hinten ist quasi das Ende des Zeltplatzes. Ihr seht es vielleicht an diesem grünen Schild. Ich bin jetzt gerade ungefähr in der Mitte. Hier war, wie gesagt, vorher so ein Kletterpark. Hier sind jetzt auch schon die ersten Leute. Und da hinten geht es weiter. Da ist mein Pavillon, wie schwer zu erkennen. Da sind wir. Und das geht noch ganz schön weit nach vorne, auf jeden Fall. Da werde ich jetzt gleich mal hinlaufen. Da vorne ist auch das Red Bull Zelt. Wenn man da ein bisschen ranzoomen, da sieht man quasi hier den oberen Teil. Ja, und da laufen wir jetzt mal hin, dann zeige ich euch das ein bisschen. Ich muss meine ganzen Handys und Co. muss ich laden. Und deswegen laufe ich jetzt mal vor. Da sind übrigens zwei vom Gamescom Camp, die Veranstalter. Ja, hier war früher der Kletterpark. Da sieht man noch die restlichen Überbleibsel. Gibt es dieses Jahr, wie gesagt, nicht. Und ja, da ist jetzt ein Toilettenwagen. Das ist ganz cool, das gab es letztes Jahr auch nicht. Hat man nicht so weit zu laufen zum Toiletten. Ja, und jetzt würde ich sagen, so, meine Freunde, jetzt bin ich mal vorgelaufen. Will euch mal hier so ein bisschen das zeigen. Ne? Also, das geht los. Erstmal wunderbares Wetter. Ja, wir haben hier ganz angenehm 25 Grad. Da hinten irgendwo sind unsere Zelte. Da fängt quasi der Zeltplatz an. Und das hier sind die großen Zelte, da kann man sich für, keine Ahnung, ein paar Euro kann man sich einfach reinlegen für die Leute, die keine eigenen Zelte haben. Und dann kommt man irgendwann zu dieser Schleuse, das ist so ein Container, da ist so eine Schleuse und ab da wird kontrolliert, die Leute kommen da hier quasi nur rein, die eine Karte haben für das Zelt, für den Zeltplatz. Da sind so Schränke, wo man seine Wertsachen einschließen kann. Und wir gehen jetzt einfach mal unauffällig da raus. Dann müsst ihr mal eine Sekunde warten. So, unauffällig durchgelaufen. Ja, dann ist das hier die Entertainment Area. Alles, was ihr hinter dieser Schleuse seht, ist die Entertainment Area. Und da kommt ihr auch ohne Zeltplatzticket rein. Da haben wir hier einmal so eine Grillstelle. Da hocken die Jungs abends und machen ein kleines Lagerfeuer. Grillen vielleicht was.
kann man sich hier hinsetzen quasi. Alles von Red Bull gesponsert, wie man schwer natürlich sieht. Wir haben hier, das ist eigentlich das Coolste, da werden wir auch heute Abend sein. Das zeige ich euch dann später. So ein Aufspannzelt von Red Bull. Da sind überall so Sitzsäcke auf dem Boden. Und ja, das ist richtig geil. Da kann man sich richtig schön hinschillen und mal ordentlich ein bisschen, bisschen die Zeit genießen. Dann ist hier dieser geile Red Bull-Wagen. Der macht ordentlich Mucke. Ich habe gerade mal zu dem Kollegen gesagt, der soll mal die Musik ausmachen. Sonst kriege ich wieder Stress mit YouTube. Alles gesponsert bei Red Bull. Ist ein ziemlich krasses Teil. Hat auch übelst einen fetten Sound. Oben ist auch sogar so eine kleine DJ-Anlage drauf. Da läuft dann später Musik. Ja, und jetzt ja, gebt euch das einfach mal. Das ist halt dieser Platz quasi. Da hocke ich jetzt gerade drin in diesem Zelt. Da gibt es Internet. Da arbeite ich jetzt ein bisschen am Shop gleich. Außerdem haben wir hier einen Basketballplatz. Wir haben da hinten diesen Duschcontainer, den ihr jetzt seht. Da habe ich heute Morgen geduscht. Da ist so eine kleine Tribüne aufgebaut. Da kann man später Mario Kart und FIFA gegeneinander spielen auf der Leinwand. Außerdem haben wir hier natürlich diverse Essensstände und Imbissbuden. Da noch so ein Energy Drink Schuppen, wo ihr euch Energy Drinks kaufen könnt. Ist wirklich eine schöne Sache hier und auch richtig viel Platz. Man kann sich überall hinsetzen. In diesem Zelt ist noch ein Kicker. Da ist ein Hotspot, wie gesagt. Da könnt ihr ins Internet gehen. Da sind auch wieder Sitzsäcke. Ja, da alle Leute auf der Gamescom sind, kann ich hier ganz locker in Ruhe arbeiten. Das ist wunderbar. Und ja, das ist hier so die Entertainment Area. Ne? Da ist dann die Tribüne, Imbissbuden. Kann man sich ein bisschen Bier zapfen. Da hinten ist dann noch ein Volleyballplatz, da laufen wir jetzt auch mal hin. Hier übrigens, da sind die WCs, die sind auch eigentlich ganz okay. Natürlich, die Leute scheißen sich natürlich komplett ein, aber so ist halt die Menschheit, ekelhaft. Kann man nichts machen, nicht jeder hat die Manieren, beziehungsweise ich glaube, keiner hier hat irgendwelche Manieren, aber egal. Auf jeden Fall sind die Duschen ganz okay. Das sind halt, ist halt dieser Duschtruck hier, da kann man relativ gut duschen. Und ja, da fahren auch schon die Schiffsboote. Man ist quasi direkt am Wasser, deswegen ist es auch schön windig. Das ist gar nicht so schlecht bei dem Wetter, das ist nämlich nicht so warm. Ja, da ist der Volleyballplatz. Der Volleyballplatz ist hier, genau. Und jetzt laufen wir noch einfach noch mal hoch. Dann zeige ich euch mal, wo man frühstücken kann. Ja, der Platz ist ein bisschen nass, weil es gestern geregnet hat, aber das ist eigentlich kein Problem. Hier ist quasi die erste Schleuse, da kommen... Da kann man quasi die Tickets kaufen für das Gamescom Camp. Und das ist auch die Schleuse, die dann quasi hier in den Entertainment-Bereich führt. Hier kann man sich auch hinsetzen. Das habe ich euch eben gezeigt. Da vorne ist die andere Schleuse, wo wir eben waren. Ja, und in diesem Jugendhaus hier hat man WLAN. Und da kann man auch seine Handys aufladen. Da gibt es extra einen Ort, wo man Steckdosen hat. Das zeige ich euch auch gleich. Hier ist die Kasse. Jetzt gehen wir mal durch die erste Schleuse. Hier ist das Jugendhaus quasi. Da ist dann hier so ein wunderbarer Raum direkt am Eingang. Und da können wir mal reingehen und können wir mal schauen, was da so abgeht. Da sind meistens die Leute drin, wenn sie abends heimkommen von der Gamescom, dann zocken die noch eine Runde. Außerdem gibt es jede Menge Steckdosen. Und hier hocken die Leute quasi mit ihren Laptops und laden ihre Geräte auf. Und hier sieht man schon, da steht es ja auch ganz groß, Frühstück, Breakfast, 7 Uhr bis 11 Uhr. Ein bisschen früh, ja, in meinen Augen, aber gut. Die ganzen Freaks, die stehen eh um 8 Uhr oder 9 Uhr auf. Ja, da geht man quasi hier hoch dann. Es hat zwar jetzt geschlossen, aber ich nehme euch morgen mal mit zum Frühstück. Da oben sind noch Toiletten. Da könnt ihr für, ich glaube, 5 Euro oder so, könnt ihr da frühstücken. Ja, und hier ist dann quasi direkt der Park. Direkt der Park daneben. Da hinten sind so ein bisschen Schaukeln und keine Ahnung. Kann man auf jeden Fall auch gut abspannen. Ist auch gut voll. Da vorne ist auch ein Minigolfplatz, wie ich jetzt gerade sehe. Kann man auf jeden Fall auch schön chillen. Das gehört natürlich zu Köln. Das hat jetzt nichts mit dem Gamescom Camp zu tun. Aber es ist echt eine schöne Sache, muss man sagen. Hier sind die Kassenbereiche. Ja, und jetzt gehen wir wieder rein. Und ich gehe jetzt ein bisschen was schaffen. Das war's soweit, ein kleiner Überblick. Und natürlich gibt es später noch Videos, wenn wir ein bisschen am Rauchen sind und ein bisschen Action machen. Bis später. So Leute, jetzt war ich gerade auf Toilette. Und da sieht man nochmal hier von oben ganz schön, da ist der Eingang zum Camp. Und hier ist nochmal der Basketballplatz, da spielen jetzt welche. Das ist die Tribüne, da wird später noch eine Leinwand aufgebaut, habe ich euch vorhin schon gesagt, da kann man dann zocken. Da habe ich mir eben, eine Currywurst gekauft, 5 Euro. Ist okay, die Preise gehen einigermaßen, sind nicht zu teuer. Da gibt es dieses Slash Puppy und Eis und Crepe.
Und da ist ein Red Bull-Stand, wo man Bier kaufen kann und so weiter und so fort. Und wir sind quasi da hinten. Da laufen wir auch jetzt mal hin. Leider läuft Musik, das bedeutet, ich muss jetzt hier meinen Sound rausschneiden, den ich rede, und muss irgendeine kostenlose Musik hinterlegen. Von daher, schaut einfach mal zu, dann könnt ihr mal sehen, wie wir hier so chillen. Dennis mit Doppel-M ruft nach. Ich bin Ronald. Ronald ist raus. Scheiße, Ronald. Ich bin schon gut vorbereitet von gestern, habe ich schon eingegroovt hier in die Materie und mir schon Gedanken zu einzelnen Tracks gemacht. Wir haben den Bassbett mit der 150 Kubik Maschine, natürlich wenn dann, denn dann, ne? So, jetzt wieder hier in der Fall, gestern sehr beliebt die Peach, ne? Die wurde auch das eine oder andere als kleine F irgendwas beschimpft, aber das war nie ein Junge, sondern nur eine Dame, die das war. Dann war die platt gemacht, sonst segelte sanft zur Erde, dann meinte sie, komm jetzt runter, du Kleine! Und dann war es wieder vorbei, ne? Aber dafür hat das Rennen noch nicht mehr gewonnen, ne? Weil ich so böse war zu ihrem Charakter. Wo ist das denn nicht? Ich schreibe, ja. Und das alles, weil Yoshi schon weg war. Ja. Auf die Plätze, fertig, go! Hier, keiner Burning League, King Kong hier, ein bisschen langsames Ding. Ich gebe den Leuten heute neue Namen. Übrigens den Charakter, ich habe nämlich keinen Bock mehr auf die Erkömmlichen, ja. Yoshi bleibt vielleicht tot, der kleine Pilzkopf ist gut unterwegs, hat schon ein paar Bananen gefressen hier. Ist auch auf Platz 1, hat schön die Spur gelegt, ne? Kackspur hat er sich gelassen, der rutscht dann aus. Und da kommt auch schon der Tunnel. Aufgrund der Helligkeit im Tunnel äußerst schlechte Sicht. Das ist wirklich mal hier so wie im wirklichen Tunnel ohne Licht. Da geht auch Tunnel raus, rechts hier, drei Rückenraketen am Hintern, schiebt sich selber aus, zurück auf der Ladebahn landet. Meine Freunde, wir sind jetzt hier unter dem Red Bull-Zelt quasi. Und ich habe euch eben Mario Kart gezeigt, die zocken da vorne, aber wir rauchen lieber Shisha. Jetzt hatten wir folgendes Problem. Wo ist denn der Brenner? Da. Dieser Brenner ist eben leer gegangen und der Kollege, der noch Gaskartuschen hat, der ist auf der Gamescom und wir haben 7:30, das heißt, erst in einer halben Stunde kommt er wieder. Der musste natürlich was einfallen lassen und der Kollege, der will nicht gefilmt werden, deswegen filme ich nur seinen Penis, beziehungsweise seine Füße,
Der kam auf die Idee, mit selbst eine Nikola anzumachen. Das ist ja jetzt eine weit verbreitete Methode, aber es hat nicht richtig funktioniert, weil wir nämlich mit Alfaka-Kohle das versucht haben, weil das ist so eine Dreckskohle und die ist leider nur 10 Grad heiß und wir haben es deswegen nicht wirklich geschafft. Jetzt haben wir zum Glück die Carbopol normal genommen und dann geht das super, ja. Man sieht es vielleicht, doch man sieht es. Ich habe jetzt ungefähr 10 Kohlen reingemacht und wir haben ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Kohlen habe ich? 3 oder? 3 Carbopol-Kohlen haben wir drunter gelegt und jetzt läuft das Ganze hier. Ich muss aufpassen, es ist sehr heiß. Jetzt werde ich erstmal Kopf, was ist da drin? Dein Traube. Golden Alfaka Traube. Ja, genau. Da ist noch nichts drin und da hinten abgehen. Ist was drin? Abgehen. Abgehen ist da drin. Abgehen. Alles klar. Also ziemlich übles Zeug. Achso, Ack, stimmt, Entschuldigung. So, und jetzt werden wir irgendwas bauen. Was wollt ihr denn rauchen? Richtig, was richtig pervers eklig ist. Ich hab so viel Tabak dabei. Ey, den Tabak in die Scheiße, ey. 30 Dosen dabei. Was? Hat den 9? Okay. Drauf für euch jetzt Amy Gold Blue Sky. So, machen wir auch gleich ein Review. Jetzt ist gerade noch die Musik aus. Aber ich kann mal filmen, wer hier alles am Start ist. Das ist das Set, wo ich vorhin drin gehockt habe. Und ja, viele Leute spielen Basketball. Und so langsam fühlt sich das Ganze. Hier spielen sie Mario Kart. Jetzt erkennt man auch was auf dem Bildschirm. Jetzt ist es ein bisschen dunkler geworden. Gehen wir gleich mal hin. Und hier hocken die Leute und essen was. Also es ist mittlerweile sehr voll geworden, muss man sagen. Wir sitzen da hinten mittlerweile mit 15 Leuten. Da hinten brennt das Lagerfeuer. Es wird gar nicht richtig scharf, glaube ich. Ist schon einiges los. Wir gehen mal dahinter. Schauen wir uns mal an, wie die Mario Kart spielen. Hier hocken auch noch einige Leute und ja, gucken sie ein bisschen Basketball zu. Und jetzt schauen wir uns mal Mario Kart an, würde ich sagen. Ist schon eine schöne Sache hier. Der Kommentator ist auch ganz lustig, muss man sagen. Mal gucken, ob ich jetzt das drauf kriege. Schon ganz cool, zocken wir hier mit 4 Leuten Mario Kart. Auf dem Splitscreen auf 100 Zoll ungefähr. So, jetzt haben wir auch noch sogar VIP-mäßig 2 Bänke klar gemacht. Ja, hier sind die Zelte, diese Tent for Friend Zelte, wo man quasi schlafen kann, wenn man 7 Euro bezahlt, wenn man kein eigenes Zelt hat. Wir laufen einfach jetzt nach vorne. Haben wir jetzt hier 2 Bänke, jetzt haben wir genügend Sitzmöglichkeiten, genau. Da sind wieder die Schränke da vorne, wo man die Sachen einschließen kann. Ist offen, nein. Ja, wäre teuer. Das wäre teuer, ja. Optimal, danke, ja. Schön, Freunde. Mittlerweile Freitag, es ist sauwarm, wir haben keine Ahnung, 30 Grad bestimmt. Aber wir haben jetzt mal beschlossen, komm, um 17 Uhr, wir gehen nochmal kurz auf die Gamescom. Ich war ja noch gar nicht da, gestern war es auch sehr voll und außerdem bin ich kein Frühaufsteher, ihr kennt mich. Ich bin erst um 11 Uhr aufgestanden und haben alle gesagt, bleib lieber daheim. Aber mittlerweile geht's wieder und wir werden jetzt mal auf die Gamescom laufen. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen und dann schauen wir mal, was da so Schönes zu sehen gibt. So Leute, das war's. Der Abend ist vorbei. Hier ist alles leer. Ich habe mir sagen lassen, dass morgen hier die Bude voll sein wird. Vielleicht gehen wir einfach mal zum Spaß vorbei. Wir gehen wirklich nur zum Spaß vorbei, um mal zu gucken, wie diese ganzen Leute in diese kleine Halle rein wollen. Heute war nicht so viel los, wie gesagt, war eigentlich perfekt. Wir sind durch fast alle Hallen gegangen, glaube ich. Ja, durch fast alle. War eine coole Sache auf jeden Fall. Sind viele verrückte Leute hier, aber auch alle relativ nett und gab eigentlich keinen Stress. Fand ich cool. Viele verkleidet auch, das war sehr lustig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem Gamescom-Camp. Natürlich jetzt anschließend, nach diesem anstrengenden Tag, eine schöne Shisha. Das ist natürlich das Beste, was man haben kann. Bis gleich. Oh,
zum Tag auf der Gamescom sind wir jetzt hier noch im Gamescom-Camp im Entertainment-Bereich. Es waren mittlerweile echt 25, 30 Leute da. Es sind jede Menge Leute von außerhalb gekommen und mittlerweile sind wir ein bisschen weniger geworden. Ich zeige es euch einfach mal, wie es im Moment aussieht. Ich bin jetzt hier gerade an der Schleuse. Da ist das Lagerfeuer. Ich werde euch mal ein bisschen leuchten, glaube ich. Da sieht man ja überhaupt nichts. Ist natürlich alles relativ dunkel, weil wir sitzen heute nicht unter dem Red Bull-Zelt, sondern etwas weiter entfernt. Sieht man das überhaupt? Ja, sieht man einigermaßen. Gut, hier ist halt Lagerfeuer. Eine Kamera, eine Kamera. Jetzt bist du auf YouTube, mein Freund. Scheiße, geil. Ich bin auf YouTube. Ja, Lagerfeuer, ne? Muss man nicht viel sagen. Will ich jetzt auch gerade grundsätzlich nicht rumleuchten. Man sieht nicht allzu viel. Aber es sind einige Leute dort. Es geht langsam wieder ein bisschen Ruhe ein. Ne? Kollege, komm her, los jetzt hier. Willst du auf YouTube sein? Kannst du machen. Morgen 5000 Klicks. Ohne Scheiß, lad das hoch. Der wird so sterben, weil es nicht sterben. Willst du noch sagen, wie du heißt und wer du bist und woher du kommst? Mein Gamertag ist Schwabbelbauch. Man findet mich mit 60.000 Gamescore on Xbox Live. Jawoll. Halo-Nerd. Volle Kanne. Darksiders. Zockt, Alter, ey. Alter, das will ich auch haben. Du kannst auch drauf machen. Was willst du machen? Das ist mein Kollege, wie heißt du? Penis. Penis heißt der. Mach mal ein bisschen mit ihm abzuhängen. Alter Jungs, viel Spaß noch, viel Spaß noch. Ja, ihr seht, es sind einige verrückte Leute am Start, aber es sind eigentlich alle ziemlich cool, muss man sagen. Also ist alles ganz locker hier. So, und da sind wir jetzt irgendwo da. Hier, Mert, willst du mal auf Kamera hier? Sorry, ich muss dich anleuchten. Man sieht überhaupt nichts. Ja, wir haben hier so 6, 7, 8, 10 Pfeifen, keine Ahnung. Ich habe ganz schön mitgezählt, das ist der Max. Und da sind noch zwei andere Kollegen. Geht schon ab auf jeden Fall. War eine schöne Sache hier. Da ist mein Tabakkorb. Ich habe ein bisschen was gesponsert. Erste Runde Bier ging auf mich und wir haben vorhin auch noch Captain Morgan getrunken. War auf jeden Fall echt gediegen. Meine Kohlen sind jetzt auch fertig. Da ist mein Kopf. Den rauche ich gleich. Der fächert die Kohle. Achtung, pass auf, ich muss mal da vorbei. Ja, da ist das, das Red Bull-Zelt. Man sieht nur das blaue Licht von Red Bull. Ich will jetzt auch die Leute hier nicht so filmen, ehrlich gesagt. Die chillen da hier auf diesen Sitzsäcken. Das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Und da ist die Musik da vorne irgendwo bei dem Licht. Man sieht leider nicht so viel. Ich gehe jetzt auch nicht mehr vor. Es kehrt langsam ein bisschen Ruhe ein. Wir haben 12:30. Und war ein schöner Abend auf jeden Fall. Schöne Gamescom. Morgen machen wir vielleicht noch ein paar Videos. Mal schauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder. Und wir rauchen jetzt noch ein Köpfchen und dann sind wir fertig. Dann hören wir uns morgen. Macht's gut. Ciao. Meine Lieben, Entschuldigung, dass ich mich nicht richtig verabschiedet habe. Es ist inzwischen vorbei, die Gamescom ist vorbei, das Gamescom Camp ist vorbei. Wir haben Samstagabend, ich habe noch 50 Kilometer bis nach Hause und war gerade mal hier pissen auf einer Raststätte und habe mir gedacht, komm, machst du noch ein Abschlussvideo. Klingt nicht so gut, aber insgesamt war es auf jeden Fall ein mördergeiles, ja, Festival, Camping, keine Ahnung, es war super cool. Die Gamescom an sich war sehr cool, ich war dieses Jahr 4 Stunden dort. Nächstes Jahr werde ich mir mal vornehmen, mal so den ganzen Tag da zu sein, mal schauen. Und das Campen war wieder sehr, sehr geil. Wir hatten sehr, sehr viele Gäste, auch Leute, die mich nur durch YouTube gekannt haben, die dann auf das Camp gekommen sind. Das ist alles öffentlich. Wir werden nächstes Jahr, ich versuche das mal ein bisschen größer aufzuziehen, weil es ist quasi einfach in einem öffentlichen Bereich, so da kann jeder hinkommen. Und da werden wir nächstes Jahr wieder ein schönes Treffen machen. Wir waren dieses Jahr so 20, 25 Leute. Gestern, vorgestern und heute Morgen waren immer andere Leute da, die zufällig halt auf der Gamescom waren und mal vorbeischauen wollten. Und ich war natürlich dort mit 3, 4, 5 Pfeifen und ein bisschen was zu trinken und wunderbar. War wirklich extrem klasse und ich kann euch wirklich nur sagen, ich kann euch nur Empfehlungen aussprechen. Gamescom war ein tolles Ding, das Camp ist ziemlich cool. Und wenn ihr das nächste Jahr irgendwo in der Nähe seid, in Köln von Mittwoch bis Sonntag, dann kommt einfach mal vorbei bei uns und rauchen wir ein bisschen und dann läuft das. Ja. Wenn das jetzt noch andere Leute hier sehen, dieses Video, viele Leute auf dem Zeltplatz haben mich mit Paul Kalkbrenner verwechselt, weil ich aktuell sehr kurze Haare habe und einen Bart habe. Und jetzt haben die alle gesagt, der Paul Kalkbrenner, der verkauft seinen neuesten Shisha. Nein, ist natürlich nicht so. Und dennoch, die Leute, die das kennen, den kleinen Insider, liebe Grüße an euch, liebe Grüße an alle, an die Veranstaltung von diesem Gamescom Camp, an alle Mitarbeiter von diesem Gamescom Camp und an alle, die dieses Video noch sehen und zufällig irgendwo mal dort auf der Gamescom bzw. auf dem Camp dabei waren. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem
Das Video habt ihr schon gesehen, also hattet ihr quasi schon Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, total fail. Und ich fahre jetzt nach Hause und habe noch ein bisschen restliche Zeit vom Wochenende. Wie auch immer, macht's gut. Bis zum nächsten Jahr, Gamescom 2013 bzw. Gamescom Camp 2013. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.